Ja, hallo, es geht wieder los. Nach eineinhalb Jahren Pause bin ich wieder auf dem Westweg unterwegs und ich hoffe, ihr habt Spaß daran in diesen kleinen Videos. Heute der Weg vom letzten Ausgangspunkt von der Alexanderschanze bis zum Harkhof, ca. 17 Kilometer. Und ja, es ist jetzt der 15. Mai. Herrliches Wetter, aber wirklich total kalt. Es sind ca. 7 Grad hier oben auf 970 Meter Höhe. Ein kalter Wind und drum bin ich auch so angezogen. Aber wenn ich da laufe, wird es sicher warmer. Und ich melde mich dann von unterwegs mal wieder. Ja, hier sieht man den Parkplatz, wo ich jetzt loslaufe. Und hier geht es jetzt circa 17 Kilometer, so wie ich weiß. Auf dem Schild standen zwar 15,4, aber das kann irgendwie nicht sein. Geht es jetzt hier den Westweg weiter. Hier sieht man auch schon die rote Raute. Und ja, jetzt geht es wieder los. Schöne Waldpassage am Anfang. Und wenn es interessant wird, melde ich mich wieder. Bis später. Ja, ich bin jetzt ca. 2 Kilometer unterwegs. Bisher war alles so Waldrouten, also die Waldwege. Und jetzt guckt man zum ersten Mal einen wunderschönen Punkt, wo man wirklich eine tolle Aussicht hat. Bis rein ins Rheintal. Ja, und von hier kommt der Weg und geht dann weiter. Ja, nach ca. 2 Kilometer weiteren Waldwegen kommt man jetzt an dieses fantastische Szenario, muss man wirklich so sagen. Fantastischer Blick, plötzlich tut sich da auf. Hinunter. Oben sieht man auch noch einen Turm. Ich weiß jetzt nicht, was das für einer ist. Ich tue es mal in die Beschreibung da rein. Ja, geniale Stelle, wirklich. Wenn man hier weiterläuft, ist hier wie so ein, fast aus wie so ein Absprung für Gleitschirmflieger. Ganz super Aussicht, plötzlich hier tut sie sich auf dem Weg zur Hilda-Hütte, dem nächsten Teilziel, möchte ich mal sagen. Super.
Ja, hallo, ich bin jetzt auf der Lettstädter Höhe angekommen. Es gibt auch noch eine Littweger Höhe, die kommt aber später, haben mich vorher mal versprochen. Das ist also die Lettstädter Höhe, der höchste Punkt der ganzen Tour. Wir sind bei 964 Meter, wobei der Startpunkt noch ein bisschen höher war oder ungefähr gleich. Aber man sieht, die Strecke ist bisher nicht so anspruchsvoll, es ist ein bisschen hügelig, ruppig, aber relativ eben bis hierher und aber wunderschön zu laufen. Der Weg in den Wald hier bis hier oben war wirklich ganz, ganz toll. Und man sieht jetzt hier auch eine wundertolle Hütte, die natürlich zum Übernachten einlädt, hier zum Pausieren. Mache ich aber jetzt nicht. Ich gehe jetzt weiter, habe erst vor kurzem ja Pause gemacht, aber für alle, die eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, die Lettstädter Hütte ist wirklich hier ganz super. Ja, hier geht es dann nachher weiter zum Glaswaldseeblick und ja, da melde ich mich wieder. Hier sieht man zurückgelegte Strecke, bisher 7 Kilometer. Ja, habe also jetzt noch circa 10 Kilometer vor mir. Die Hälfte ist noch nicht ganz geschafft, aber es ist wirklich sehr schön zu laufen. Ja, jetzt sind wir ein Stück weiter oben. Schaut euch das mal an, ganz tolle Stelle. Das ist ein toller Aussichtspunkt hinunter zum Glaswaldsee. Ja, und auf dem Weg zum Harkhof gibt es doch noch eine wunderschöne Aussicht an diesem tollen Platz. Ist der Blick Richtung Westen, nicht alles täuscht. Nee, Richtung Osten, Entschuldigung. Osten. Nach nun ca. 8 Kilometer Waldforststraßen, die wirklich anstrengend waren, ohne große Abwechslung, tut sich jetzt wirklich hier die Lichtung auf. Die Hark, so nennt sich das Ganze. Wobei man jetzt gleich hier sehr schönen Blick hat. Bis hinters Kinzigtal, die Höhen hinterm Kinzigtal sieht man. Ist auch so eine Art Burg, ich weiß auch nicht, was das für eine ist. Lass mich mal nachschauen. Wunderschöne Lichtung. Und was ganz Besonderes jetzt hier, drei Stühle, die aber wirklich nicht für Menschen gedacht sind. So groß die sind.
Unglaublich. Herrlich, hier oben ist wirklich herrlich. Und da geht es dann runter zum Harkhof. Zeige ich euch gleich. Ja, jetzt komme ich zu meinem Etappenziel, dem Harkhof hier unten. Herrlich gelegen, wirklich toll. Mit diesem fantastischen Blick. Genial. Ja, super. Ja, hallo, jetzt bin ich hier im Harkhof angekommen, habe mein Zimmer bezogen. Alles sehr schön hier, sehr gemütlich. Und möchte jetzt nochmal ein Fazit ziehen vom heutigen Tag. Es war eine sehr schöne Wanderung, muss ich wirklich sagen. Es hat zwar ein paar Umstände gegeben, die nicht so toll waren wie das Wetter. Ja, das Wetter war zwar schön, aber sehr, sehr kalt. Also ich musste mich wirklich hart einpacken. Ich habe am Anfang sogar Handschuhe und eine Mütze genommen, hat man auf den Videos nicht gesehen. Später konnte ich diese ablegen, es war wirklich vor allem oben an der Alexanderschanze unglaublich kalt. Das Ganze hat sich so ein bisschen durchgezogen, aber war eigentlich überhaupt kein Problem. Man konnte halt nicht so toll die Pausen machen, weil es irgendwann, wenn man sich nicht bewegt hat, doch der Wind einfach unangenehm war. Zur Wanderung selbst. Der erste Teil, ich würde die ganze Wanderung mal in zwei Teile untergliedern. Die ersten 8,5 Kilometer und die zweiten 8,5 Kilometer. So kann man es ungefähr sagen. Der erste Teil war sehr schön, mit sehr schönen Aussichtspunkten, mit ganz tollen Waldpassagen, die ich selten mal so gesehen habe. Richtige einsame Waldpassagen, wo man sich wirklich toll gefühlt hat, wo man richtig entschleunigen konnte, wo auch die Einsamkeit zu spüren war im Wald. Und die Natur war wirklich präsent. Im zweiten Teil, so ab kurz nach Glaswaldsee, wo es dann runterging zum Freiberger Pass, ab dort, das sind so die circa die letzten 8,5 Kilometer, war es eigentlich nur noch Waldautobahn, so kann man sagen, also durch den Wald. Nicht so schön, nämlich wie vorher, sondern wirklich nur breite Forststraßen. Immer geradeaus, eigentlich am Schluss zu, hat man wirklich das Ziel herbeigesehnt und es schien unendlich zu gehen. Dieser zweite Teil war jetzt nicht so toll, aber insgesamt war die Wanderung natürlich sehr gut machbar auch. Auch von der Schwierigkeit her, der erste Teil war leichter, ziemlich flach. Der zweite Teil ging es dann doch ziemlich nach unten. Und das geht schon ziemlich in die Knochen, auch teilweise nach oben, aber der meiste Teil ging dann nach unten. Ja, das zur Wanderung. War insgesamt ein schöner Tag und bin gespannt, wie es heute morgen dann weitergeht. Tschüss, bis morgen.